Dank, Ursel Müller, und weiterhin viel Erfolg und vor allem Standhaftigkeit in deiner Arbeit. Der Auftritt lohnt. Die NPD spendet 2000 Mark. Der Führer sagte einmal, es mögen Männer Welten bauen. Es steht und fällt ein Volk mit seinen Frauen. Das ist Ursula Müllers Ideologie, ungeschminkter Nationalsozialismus. In Passau sind rund ein Viertel der über 4000 Besucher weiblich. Modern gestylt im Techno-Look oder als Renie, wie sich die weiblichen Mitglieder der Skinhead-Subkultur selbst nennen. Die Anhängerinnen des Rechtsextremismus im neuen Jahrtausend sind ein Querschnitt der Gesellschaft und haben das Randgruppendasein längst verlassen. Damit auch die völkische Tradition nicht zu kurz kommt, erinnert eine sogenannte Volkstanzgruppe an großdeutsche Zeiten. Kulturkampf als Rekrutierungsmittel. Besonders beliebt, romantisch klingende Balladen, die an die pazifistische Liedermacher-Tradition erinnern. Auf der Bühne die Liedermacherin Annette. Melodien vom Reich, das vordemokratische Deutschland als Ideal. Die Auftritte von Annette gehören inzwischen zu den fragwürdigen Höhepunkten der NPD-Treffen. Annette kommt aus Schwedt in Brandenburg. Im April letzten Jahres trat sie der NPD bei. Aus Verdruss über Parteienfilz, Materialismus und Multikultur, sagt sie. Ausschlaggebend war, dass ich mein Sohn aus der Schule kam und sagte, er traut sich in den Schulpausen nicht mehr auf Toilette. Er hat viele Ausländer in den Schulen, die sich in den Hofpausen dann irgendwo auf der Toilette treffen. Und der Missstand in den Schulen absolut nicht für vollgenommen wird. Also kein Lehrer, auch wenn ich jetzt hingehen würde, würde kein Lehrer dafür sagen, okay, das ist hier so, aber es ist so. Und ich habe mir damals geschworen zu sagen, solange halt, dass die Missstände in den Schulen so ist, solange der Joint seine Runde macht, solange fange ich jetzt an und tu was. Meine Vorbilder ist Horst Wessel, ist Rudolf Hess. Ich möchte mir aber jegliche Erklärung dazu ersparen, weil es bringt mir dann, wenn ich richtig ausführe, bringt es mir auf alle Fälle Ärger. Die Idole-Demagogen aus dem Dritten Reich. Und deren Ideologie war eindeutig. Eine rassistische Diktatur, kaschiert von einer graziösen Fassade. Das Schönheitsideal, gesunde und kräftige Mädel, arisch, folgsam und gebärwillig. Mehr als ein halbes Jahrhundert später, rassistische Phrasen kennzeichnen noch immer das Gedankengut der Frau im Rechtsextremismus. Multikulti ist, ich mag gerne Eintopf, aber ich muss ihn nicht in meiner Familie haben. Finde ich nicht so gut, weil die deutsche Kultur eigentlich auf der Strecke bleibt. Fechingen, Saarland, Februar diesen Jahres. Die NPD im Kommunalwahlkampf. Im Publikum kaum Außenstehende, stattdessen Parteimitglieder, Skinheads und zahlreiche junge Frauen. Spitzenkandidat Holger Apfel schürt Vorurteile. Gerade Saarbrücken bietet wie jede Landeshauptstadt inzwischen in Deutschland ein alarmierendes Beispiel für die massiven Einwanderungsströme nach Deutschland. Der Multikulti-Zirkus muss endlich beendet werden. Wir dürfen nicht mehr länger in der Asylantenflut untergehen. Wer unser Gastrecht missbraucht, muss raus, und zwar sofort. Sprüche, die jeder sachlichen Grundlage entbehren, aber trotzdem, junge Frauen fühlen sich immer öfter von diesen Bedrohungsszenarien angesprochen. Für die musikalische Verstärkung der NPD-Hetze sorgt wieder Annette. Das erste Lied, was eigentlich überall singe, ist das Lied Deutsche Mutter, das ist für meinen Sohn. Ich hab für Deutschland einen Sohn geboren, mich durchs Leben gekämpft, gespart und meistens verloren. Für meinen Sohn will ich das Beste dann, dass er sich in Deutschland frei entwickeln kann. Doch langsam hab ich ein Problem, das fängt an, wenn ich den anderen seh. Ich arbeite mir den Arsch hier blau, für seine sieben Girl und seine fette Frau. Sozialstaat nur. Vorurteile werden auch dann nicht wahr, wenn man aus ihnen Lieder macht. Starkult am rechten Rand, auch Skinheads fühlen sich von ihren Texten angesprochen. Frauen wie Annette sind europaweit der Beleg für ein neues Geschlechterverständnis. Kameradinnen als Szene-Idole.
Die politische Botschaft kommt schleichend. Rote Rosen, das Zeichen der Liebe, werden bei Annette zu Symbolen der Deutschtümelei. Die Wölfe fällt man über uns her und macht uns merklich das Leben schwer. Nur weil man sagt, was man so denkt, siehst du nicht, dass ein anderer dein Leben lenkt. Eine Rose für mein Deutschland, leg ich traurig auf die Erde. Ich geb alles für dich, mein Deutschland, wenn ich leb und wenn ich sterbe. Ich gehör zur NPD, nicht weil man mich bestochen, auch hat mir keiner meinen Willen gebrochen. Denn Deutschland ist doch meine Heimat, mein Land, und mit einer Träne leg ich die Rose in den Sand. Eine Rose für mein Deutschland. In der Musik ist es so gut, wenn man einen guten Rhythmus hat, dann prägt sich Musik schneller ein wie eine Rede. Und wenn ich Musik, kann ich ja individuell verpacken. Das heißt, ich kann aggressiv, ich kann Missstände, ich kann alles reinpacken, was ich irgendwo so habe. Wenn ich es mit einem guten Refrain vermische, ist die Möglichkeit da, dass ich mindestens 30-40%, die im Saal sitzen, den Refrain wenigstens merken. Der Verfassungsschutz Bayern kennt Annettes Musik und hält ihr Potenzial für brisant. Das Gefährliche besteht darin, in der Methode, wie diese Musik rüberkommt. Das heißt, es werden eher Gefühle, es werden Emotionen angesprochen, während von rechtsextremistischer Skinhead-Musik, von diesen aggressiven, lauten, aggressiven Tönen doch sehr viele abgestoßen werden, ist diese Musik eher geeignet, eigentlich Leute eher an die Szene heranzuführen und auch Leute, die sich mit rechtsextremistischer Ideologie weniger beschäftigen, erst einmal einen sanften Einstieg zu ermöglichen. Musik als ideologisches Kalkül. Die rechtsextremen Botschaften an Netz kommen durch den Bauch. Sie selbst gibt sich modern. Also, dass die Frau an Herd gehört, ist bestimmt nicht meine. Obwohl sie die meisten Frauen besser kochen als ihre Männer. Das ist ganz gut, dass er da steht. Nein, aber Frauenrolle, ich glaube mal nicht, dass es da, dass ich sage, okay, das ist das Männerklischee, das ist das Frauenklischee. Das fängt in der Familie an. Wenn ich arbeiten gehe und verdiene mehr als mein Mann und würde halt das Kind bekommen, und dann bleibt natürlich der Mann zu Hause, weil es einfach eine Existenzfrage ja auch ist. Eine rechtsradikale Überzeugungstäterin des Wortes. Sie hat mit den alten Geschlechterklischees der Szene gebrochen. Das macht sie gefährlich. Der Verfassungsschutz Niedersachsen. Hier beobachtet man seit Monaten das weibliche Erwachen am rechten Rand. Die Ergebnisse alarmieren. Bislang sind ja Frauen in der Neonazi-Szene kaum beachtet worden, weil sie nicht präsent waren. Frauen haben in der rechtsextremistischen Szene nach alter NS-Ideologie Heim, Herd und Kinder zu behüten gehabt. Den Kampf auf der Straße führte der Mann. Inzwischen stellen wir fest, dass sich Frauen zunehmend in der Szene emanzipieren. Über Jahre folgten die Rechtsextremistinnen den dominanten Szeneführern, treu und gehorsam. Inzwischen hat die Emanzipation auch die extreme Rechte erreicht, wenn auch mit Jahrzehnten Verspätung. Die Kameradinnen gehen zunehmend auf die Straße, werden Teil des aktiven politischen Kampfes. Melanie aus Dorsten, Hobby Zierfische. Sie ist ein Prototyp der neuen Rechten, jung, weiblich, radikal. Sie steht für den Wandel der aktionistischen Neonazi-Demonstrantin zur Szeneautorin. Wir besuchen sie in ihrem Apartment. Die Wohnung der 22-Jährigen modern eingerichtet. Stationen ihrer politischen Laufbahn waren zahlreiche, darunter inzwischen verbotene rechtsextremistische Kadergruppen. Heute ist Melanie Mitarbeiterin der rechtsextremen Zeitschrift Wille und Weg. Stationen einer rechten Karriere. Ein paar Freunde von mir, die hatten halt ältere Brüder und die hatten mit Skins zu tun und mit Leuten, die mit Skins rumhingen. Und dadurch haben dann also ein paar Klassenkameraden von ihren älteren Brüdern so ein bisschen Musik bekommen und ein bisschen was zu lesen. Und das habe ich dann halt auch bekommen. Und dann bin ich da mal mitgegangen. Und so mit 13 hatte ich dann schon mehr mit den Leuten zu tun. Auch an den Wochenenden habe ich dann was mit denen zusammen unternommen und so. Und so kam das dann halt im Laufe der Jahre. Und dann irgendwann ist es halt auch inhaltlicher geworden. Und dann so mit 15, 16 hatte ich dann auch die ersten Hausdurchsuchungen
Und es gab halt vorher schon dann öfter mal Stress mit der Polizei, wenn wir dann irgendwie unterwegs waren mit den ganzen Skins aus Dorsten und aus der Umgebung, dass sie dann uns beobachtet haben und uns nachgestellt haben. Das Verhältnis zwischen Melanie und ihren Eltern verschlechtert sich. Hauptgrund ihr politisches Engagement. Heute beschreibt sie die Reaktion der Erwachsenen als hilflos. Ja, die waren ja natürlich gar nicht begeistert. Die hatten ja Angst um mich, weil es wird ja auch immer sehr viel Angst geschürt um die Kinder, wenn die dann in der rechten Szene sind. Und dementsprechend haben die halt auch reagiert. Irgendwann wussten die halt gar nicht mehr weiter. Und dann haben die mich halt in ein Heim gesteckt, damit man eben da mit der Entziehung dieser ganzen politischen Geschichte beikommt. Das waren halt die absolut roten Sozialarbeiter. Das war ein abgeschottetes Dorf. Man setzte da auf anti-autoritäre Erziehung. Wir waren mitten im Wald, hatten eine eigene Dorfschule mit einem Lehrer, der Theo hieß. Aber das hat natürlich auch nicht geklappt, weil direkt im Nachbarort saß halt die NF und der Jungsturm von der NF. Und da hatte ich dann die nächsten Kontakte. Und die waren natürlich auch viel, viel besser, die Kontakte, als die zu den Skinheads, weil das war dann ja auch schon eine Partei und das war viel inhaltlicher. Und dann wurde es eben bei mir noch viel mehr verfestigt, die ganze Sache. Vorher fand ich die Musik gut und war gerne mit den Leuten zusammen und danach hat das eben auch irgendwo eine Grundlage bekommen dadurch. Und dann ist der Schuss der Umerziehung eben nach hinten losgegangen. Die nächste Station von Melanie waren Aktionen der harten Nazi-Szene, wie hier 1994 in Weißkirchen. Die inzwischen verbotene Neonazi-Organisation Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei marschiert. Mit auf der Straße Melanie als Nachwuchs der Neonazi-Gruppe Deutsche Nationalisten. Ein Interview vor 7 Jahren. Aber im Rechten ist halt der Zusammenhalt erstmal ziemlich wichtig und vor allen Dingen die Einstellung, die muss da sein. Und ich weiß nicht, ich habe halt nichts übrig für irgendwelche Punker, weil die sind einfach asozial. Anarchos sind Gewaltmacher. Ab 1995 gehörte Melanie dem NPD-Jugendverband an. 1996 zieht sie von zu Hause aus in ihre erste eigene Wohnung. Ihr Geld verdient sie in rechten Szenevertrieben. Seit 2 Jahren hat Melanie eine feste Arbeitsstelle. Den Kontakt zum Elternhaus hat sie abgebrochen. Auch unsere Versuche, die Eltern zu erreichen, sind gescheitert. Schwarze Sonne. Melanies Politplattform ist inzwischen der Platz am Computer. Sie schreibt für das Skinhead-Magazin Rock Nord. Auftritte auf Neonazi-Demos sind heute selten. Ich fahre nicht mehr wie früher auf jede Demo, wo mir das Motto dann auch egal ist. Hauptsache, ich zeige mich auf der Straße und die Leute sehen, wir sind da. Ich finde es viel wichtiger, dass die Inhalte stimmen und da fahre ich dann auch hin. Heute ist sie regelmäßiger Gast auf Konzerten der Gothic und Grufti Jugendsubkultur, hier 1998 in Leipzig. Der düstere Stil zieht immer mehr Rechtsradikale an. Markantes Erkennungszeichen, die schwarze Sonne, das Symbol des nordischen Rassenmythos. Das steht für mich auch als Zeichen eines neuen Europas, was man vom Untergang befreit. Das Zeichen dafür, für ein neues Europa, für eine neue Kulturrevolution. Die naturverbundenen Vorfahren als Ideal, Gleiches zu Gleichen, die radikale Abkehr von einer modernen und bunten Gesellschaft. Also ich glaube, dass Multikultur nicht funktioniert. Es gibt ja genug Beispiele, wo man das sieht und ich halte da nichts von. Es entstehen soziale Konflikte und ja, auf Dauer kann das halt nicht gut gehen. Dann entsteht halt Kriminalität und sowas. Und nicht nur das, ich finde auch so eine extreme Rassenmischung nicht gut, weil die einzelnen Völker sollten schon erhalten bleiben. Jahrelang engagierte sich Annette gegen Tierversuche, organisierte eine Umweltausstellung. Zu den Rechtsextremisten findet sie über eine Postwurfsendung der NPD. Heute ist sie selbst Drahtzieherin der rechten Szene. Ihre Triebfedern, Angst und Misstrauen. Deutschland heißt für mich keine antiautoritären Erziehung in den Kindergärten. Für mich heißt es, ja, deutsch sein. Typisch. Kein Döner essen, kein Coca-Cola, kein McDonald's, nicht so amerikanisiert. Also ich meine, ich finde es schön, andere Kulturen auch kennenzulernen. Ich würde auch
fahre gerne ins Ausland, um andere Kulturen kennenzulernen. Und ich denke, wenn man eine eigene Kultur hat, dann sollte man sie je nachdem vertreten können. Den Alltag deutscher Großstädte empfindet Annette als Gräuel. Für sie sind es Orte der Dekadenz und Symbole des Untergangs einer heilen deutschen Welt. Ich denke nur, dass eine Rasse und ein Volk unter sich bleiben möchte. So. Und ich stehe nicht auf diese Vermischung, dieses Multikulturelle, das finde ich nicht in Ordnung. Ich könnte jetzt auch ganz einfach sagen, wenn ich im Schweinestall geboren werde, dann bin ich kein Schwein. Also ich sehe es nicht so, dass man einen Schwarzen, wenn er vor mir steht, dass ich ihn als Deutschen bezeichnen könnte, weil von der germanischen und kulturellen Geschichte, das geht einfach nicht. Schnappschüsse einer ideologischen Überzeugungstäterin. Gerne besucht Annette Sonnenwendfeiern. Für sie sind es völkische Oasen in einem feindlichen Deutschland. In ihrer Wohnung eigenwillige Frauenklischees. Vorbilder holt sich Annette aus der Vergangenheit. Ihr Lieblingsfilm Braveheart mit Mel Gibson. Das Video ist in der Szene ein Renner. In rechtsextremen Katalogen findet sich das Heldenepos als Kultvideo. Die Befreiungskriege der Schotten verschwimmen mit dem Kampf deutscher Rechtsextremisten gegen Multikultur und Demokratie. Und überleben. Kämpft und ihr sterbt vielleicht. Ich sehe nicht, dass wir uns hier einmal verstehen können. Ich sehe es so, dass es vielleicht sogar zum Bürgerkrieg hier kommen wird. Ihre Antwort, ein Sohn fürs neue Reich. Das ist ihre Berufung, ein Dasein als deutsche Mutter. In ihrem Weltbild ist die Frau in erster Linie Mutter starker Männer. Was mich auch sehr stört, ist diese Emanzipation, die hier in Deutschland im Moment total überschlägt. Karriere machen, sich selbst versorgen können, das finde ich schade. Dadurch sieht man auch, wie viele Ehen dadurch kaputt gehen. Und ich sehe, dass Frauen in doch einerseits Mutter und Hausfrau sein sollten, weil sie es einfach besser können und eigentlich in solchen Sachen weniger zu suchen haben. Annettes Engagement ist keine Ausnahme. Der Verfassungsschutz präsentiert eine alarmierende Analyse. Wir haben hier in Niedersachsen mal die Neonazi-Szene analysiert und festgestellt, dass wir einen durchschnittlichen Frauenanteil von fast 20% haben. Wir haben einzelne sogenannte Kameradschaften, in denen der Frauenanteil bei den wöchentlichen Schulungsveranstaltungen bei rund 30% liegt. München, eine Großveranstaltung der rechtsextremen Szene. Der Verfassungsschutz Bayern ermittelt im letzten Jahr eine 60-prozentige Steigerung des Frauenanteils unter Neonazis und Skinheads. Gerade der martialische Machtanspruch neonazistischer Skinheads wirke auf Frauen anziehend. Eine Entwicklung mit fatalen Folgen für den gesamten Rechtsextremismus. Gerade in den Szenen von Skinheads, denke ich, wird dieser verstärkte Einstieg von Frauen eine deutliche Veränderung zur Folge haben und die Szenen werden sich verfestigen. Während man in Gruppierungen ohne Frauen feststellen konnte, dass hier eine deutliche Fluktuation vorhanden war, wird das Vorhandensein von Frauen mit Sicherheit zur Verfestigung der Skinhead-Szenen beitragen. Szenenwechsel, Bayern, November 1998. Die selbsternannten Republikaner treffen sich zum Bundesparteitag. Die prominenteste Frau der Partei ist Uschi Winkelsett. Sie ist die einflussreichste Frau im deutschen Rechtsextremismus und Nummer 2 ihrer Partei. Inzwischen sollen knapp 20% der Republikaner weiblich sein, Tendenz steigend. Uschi Winkelsett wird auf dem Parteitag in ihrem Amt bestätigt, hier nach der Abstimmung mit Blumenstrauß in Siegerpose. März 2001, Bissingen bei Ludwigsburg, Uschi Winkelsett im Wahlkampfeinsatz. Wie viel haben Sie denn? Vier. Nehmen Sie 4 mit. Die Republikaner im Kampf um den dritten Einzug in den Landtag von Baden-Württemberg vergebens. Noch wissen sie nicht, dass sie an der 5%-Hürde scheitern werden. Geworben wurde mit freundlicher Verpackung. Reppstofftier Rolfi, so heißen die kleinen blauen Löwen im fremdenfeindlichen Dienst. Im Ländle werden die Republikaner freundlich empfangen, selbst Ablehnung wird charmant vorgetragen.
In Amerika, in den USA, wäre SPD und CDU. Rep Plüschkamerad Rolfi macht Kontakte möglich. Selbst die Ordnungsmacht reagiert positiv. Vor 12 Jahren schließt sich Uschi Winkelsett den Republikanern an. Inzwischen ist sie im 6. Jahr stellvertretende Bundesvorsitzende. Ihr Thema: Stimmungsmache gegen Asylsuchende und Einwanderer. Ob Skinhead oder Republikaner, alle haben ein Schreckensszenario. Multikultur. Also sehen Sie zum Beispiel, wenn Sie Ihren Blick wenden auf die Hochkulturen, untergegangenen Hochkulturen der Griechen, der Römer, des oströmischen Byzanz. Diese Hochkulturen haben so lange gelebt, solange sie das eigene Fest als ihre Leitkultur gelebt haben. Solange das Fremde nur Salz in der Suppe war, so lange ging es aufwärts. In dem Moment, wo das Maß an Überfremdung überschritten wird, in dem Moment geht auch eine Kultur zugrunde, wird eine Kultur gekippt. Ich denke schon, dass das Problem der Überfremdung schon Fakt ist. Die Menschen, die hier nach Deutschland kommen, um, sag ich mal, hier zu arbeiten oder hier zu leben, die bilden immer mehr regelrechte Ghettos. Und Deutsche, die in diesen Gebieten leben, haben sicherlich die Überfremdung ganz faktisch vor Augen. Die Endschlacht um die schwäbische Kultur sollte im Häuserkampf entschieden werden. Erstmals gehen die Republikaner von Tür zu Tür. Auch hier dasselbe Bild. Die Propaganda der Rechtsextremen kommt ganz freundlich daher. Guten Tag. Ich möchte Sie gerne zur anstehenden Landtagswahl informieren über unseren Kandidaten Dr. Rolf Schlierach. Darf ich Ihnen das persönlich überreichen, zusammen mit unserem Maskottchen? Danke. Aber Sie haben mehr Kinder, wie ich sehe. Darf ich Ihnen da noch eins geben? Zwei? Oder seid ihr noch mehr? Nein, nein. Na, so. Okay, durchlesen und dann vielleicht für uns entscheiden. Wäre schön. Ja, können wir machen. Gut, danke schön. Tschüss, schönen Tag noch. Gleichfalls. Jetzt? Plüschkamerad Rolfi erweist sich als idealer Köder. Laut Rep-Propaganda sollten nur deutsche Familien auf der Sonnenseite eines Sozialstaates stehen. Meine Meinung dazu ist, dass das Kindergeld tatsächlich nur zur Förderung der deutschen Familie eingesetzt werden sollte und bezahlt werden sollte, um unser Volk, um den Bestand unseres Volkes zu sichern. Genau das steht für den neuen Frauentyp im deutschen Rechtsextremismus. Ihre Fremdenfeindlichkeit verpacken sie modern und auch noch emanzipiert. Ich selber bin Mutter von 4 Kindern. Ich habe meinen Beruf nie aufgegeben. Wir haben das in der Familie gemeinsam so gemeistert, dass wir alle unsere Rolle in der Familie gefunden haben. Nicht nur ich erziehe die Kinder, auch mein Mann erzieht die Kinder. Zum Beispiel, wenn ich hier im Wahlkampf bin, dann ist er für die Kinder da. Der Verfassungsschutz Hessen. Hier analysierte man das Frauenbild im Rechtsextremismus. Ergebnis: Frauen sind ideale Werbeträger verfassungsfeindlicher Botschaften. Also ich sage ja immer, dass der Rechtsextremismus mit all seinen Problemen aus der Mitte der Gesellschaft heraus wächst. Und mithin aus Problemen und Sorgen der Daseinsbewältigung, eben aus ganz normalen Dingen. Und je normaler diese Frauen auftreten, desto erfolgreicher dürften sie sein. Das ist eine große Gefahr. Ein Beispiel: Judith Wolter, Jurastudentin. Die angehende Rechtsanwältin ist Vorsitzende der rechtsextremistischen Sammelpartei Bürgerbewegung Pro Köln. Judith Wolter sieht sich als Bewahrerin des gesunden Volksempfindens. Darunter versteht sie offensichtlich nichts anderes als Ausgrenzung und Diskriminierung. Es fängt an bei Kleinigkeiten jetzt in Köln zum Beispiel, dass nur Randgruppen gefördert werden und nicht keine Politik mehr für den normalen Durchschnittsbürger gemacht wird, sondern nur noch für eben irgendwelche Randgruppen wie Homosexuelle, Ausländer und eben nicht mehr für den ganz normalen Bürger, weil für den man das ganz normale Volk, für das man sich eigentlich als Politiker einsetzen sollte. Das fehlt mir also völlig in der etablierten Politik, etabliert in Anführungszeichen, in Deutschland. Und da denke ich, müsste es was geben, wie zum Beispiel in Österreich die FPÖ, so eine Bewegung, eine Partei, die sich eben wieder wirklich für das deutsche Volk und für Deutschland einsetzt. Hauptrekrutierungsmedium ihrer rechtsradikalen Bürgerbewegung ist das Internet. Die Homepage ist auf die Vorsitzende Judith Wolter zugeschnitten. Sie will Deutschlands Rechtsextremisten bündeln. Das haben vorher schon viele versucht und noch keiner hat es geschafft. Also ich bin für die Vereinte Rechte natürlich und ich denke, jeder, der sich da irgendwie einbringen will, der sollte das auch tun. Also
und der kann das auch tun. Also ich möchte mich da, niemanden ausschließen, aufgrund seiner Parteizugehörigkeit. Vorstandstreffen von Pro Köln in der Kanzlei des Rechtsanwalts Markus Beisicht. In der Parteispitze Ex-Kader der Deutschen Liga für Volk und Heimat, der NPD oder den Republikanern. Auf der Tagesordnung der geplante Moscheebau. Das Hauptthema, die Überfremdungsgeschichte. Und da haben wir natürlich die Forderung der gesamten etablierten Politik, eine Moschee in Köln zu errichten. Das ist ein Thema, wo man sicherlich breite Zustimmung erhalten würde, wo man auch das Klima ein bisschen anheizen könnte. Dieser Kreis weiß sehr genau, Stimmungsmache gegen den Islam und Türken, das zieht am Stammtisch. Diffuse Ängste werden geschürt. Man sollte lieber versuchen, die einzelnen Kulturen zu erhalten. Jeder kleinste Indianerstamm ist meiner Meinung nach wert, als eigenständig erhalten zu bleiben, weil das auch die Welt interessant macht. Und ein Einheitsbrei aus lauter kulturlosen Menschen, die irgendwie gleich gemacht worden sind von der Politik, von der falschen Einwanderungspolitik, also das halte ich für sehr gefährlich. Universität Köln. Hier studiert Judith Wolter Jura. Waren früher Universitäten Orte der politischen Linken, sind Judith und ihre Freunde heute nicht mehr isoliert. Etwa 20% der Studenten sind offen für rechtsextreme Parolen. 5% haben sogar ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild. Die Politikverdrossenheit ist natürlich sehr groß, auch unter den Studenten. Also es ist schon überhaupt außergewöhnlich, dass man sich politisch engagiert mittlerweile. Von der Unterstützung von anderen Studenten merke ich also, dass meine Meinung jetzt nicht so außergewöhnlich ist. Also die Leute jetzt, die das natürlich die selber genauso sehen, unterstützen mich natürlich voll. Aber auch Leute, die jetzt anderer Meinung sind, die akzeptieren das trotzdem. Also kann man nicht sagen, dass ich da Probleme gehabt hätte mit. Aber die meisten finden es sogar gut. Das neue Jahrtausend hat begonnen. Wir sind bereit. Unser Ziel ist das Reich. Unser Weg die NPD. NPD-Parteitag in einem winzigen Dorf bei Landshut am 3. März diesen Jahres. Die NPD-Delegierten machen sich Mut für das drohende Parteiverbot. Unter den NPD-Delegierten sind auch immer mehr Frauen. Zur weiblichen NPD-Prominenz zählt Doris Zutt, Mitglied des Bundesvorstandes. Auf dem Parteitag treffen mit ihrer Parteifreundin Annemarie Paulitsch, einst Anhängerin der SPD, doch die war ihr nicht national genug. Aufnahmen mit ganz besonderen Stars. Die populistische Verbotsdiskussion macht aus den Rechtsextremen bekannte und begehrte Fotoobjekte. Bräuchte man noch Ihren Namen? Weil wir Annemarie Paulitsch. Mit Doppel-N? Ja, Marie und dann wieder Paul. ITSCH. Paulitsch. Paulitsch mit T. Und Sie sind? Kreisvorsitzende Offenbach. Mein eigentlicher Schwerpunkt sind eigentlich Demonstrationen. Demonstrationen sind mein eigentlicher Schwerpunkt, außerhalb der Partei. Okay. Annemarie Paulitsch ist radikal geworden. Für sie ist die NPD Mittel zum Zweck im Kampf gegen Ausländer. In Sachen Überfremdung war ich ja vorher schon aktiv, indem ich diese Montagsdemonstration in Frankfurt gegen Überfremdung organisiert habe. Habe aber dann gemerkt, dass es sehr gut ist, wenn man eine größere Organisation zur Verfügung hat, die einem organisatorisch zur Hand gehen kann. Auffallend auch die Präsenz scheinbar normaler junger Frauen, ohne Nazi-Kluft und BDM-Zöpfe. Zuhörerinnen aus der Mitte der Gesellschaft lauschen der fanatisierten, ausländerfeindlichen Agitation. Wenn wir von unserem Volk sprechen, dann reden wir nicht von der Wohnbevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, die Ali und Mustafa mit einschließen, sondern wir reden vom deutschen Volk. Ehringshausen in der hessischen Provinz. Fast 10% der Dorfbevölkerung wählt hier rechtsextrem. Der sogenannte Patriotentreff ist das Domizil der lokalen NPD. In der Auslage eine Überdosis Patriotismus und eine unverhohlene Glorifizierung von Hitlers Armeen. Kunden kommen aus ganz Deutschland. Chefin des völkischen Reservats ist Doris Zutt. Inzwischen hat sich die Produktpalette geändert.
Der starke Zulauf junger Frauen erfordert auch ein Umdenken im Vertrieb. Parfums für Frauen und Männer namens Valkyrie oder Nationalist, der herbe Duft vom Großen Reich. Es sind auch zunehmend Frauen, die Artikel vorzugen von Zähneprodukten. Ja, selbstverständlich. Also wir haben jetzt hier so kleine bauchfreie T-Shirts, die werden sehr gut angenommen bei den Mädels. Dann haben wir hier so eins, wo dann draufsteht, mein Freund ist Deutscher. Fremdenfeindlichkeit als Mode. So wird mit den Produkten aus Zutz Laden das gesellschaftliche Klima angeheizt. Doris Zutz sieht sich als Verfechterin einer Blut- und Bodenreligion. Sie ist radikale Neuheidin. Das Christentum, wenn es richtig gelebt wird, dann ist es so, dass das Christentum dafür eintritt für einen Vielvölkerstaat. Also dann sind ja alle Menschen die sogenannten Brüder und die können alle hier leben. Und eine multikulturelle Gesellschaft lehne ich also ab. Lebenskampf statt Kirche. Im Laden Zielgruppenangebote für junge Rechtsextremistinnen, wie der sogenannte Skin-Girl-Kalender. Eine neue, brisante Entwicklung, auch für den Verfassungsschutz. Man kann feststellen, dass Rechtsextremismus bisher ein männerdominiertes Phänomen war. Und von daher kann man sicher davon sprechen, dass die Frau in ihrer politischen Rolle, aber auch in ihrer Rolle als Käuferin im Rechtsextremismus neu entdeckt wird. Und dies kann natürlich dann auch wieder Attraktivität oder ein Angebot für andere Frauen sein, um in diese Szene zu kommen. Doris Zutt, eine Frau an der Spitze eines Demozuges. Arbeitsplätze zuerst für Deutsche. Wetzlar am 1. Mai letzten Jahres. Die NPD marschiert, in ihren Reihen viele Frauen. Am Straßenrand ein paar Skinheads, die zögerlich zum deutschen Gruß ansetzen. Unter dem Lärm eines Polizeihubschraubers sozialdemagogische Agitation. Dreist besetzen die Rechtsextremen den Tag der Arbeit. Denn wir fordern Arbeit zuerst für Deutsche und nicht wie der DGB Arbeit für Multikulti. Ich glaube, dass diese jungen Frauen eine völlig neue Rolle suchen in unserer modernen Welt. Einerseits sind sie emanzipiert oder wirken sie emanzipiert, andererseits haben sie offenbar ein ganz großes Bedürfnis, eine Sehnsucht nach Bodenständigkeit und Geborgenheit. Und diese Mischung macht es offenbar, dass sie sich hier im Rechtsextremismus engagieren. Zurück zum Patriotentreff. Ein Stammtisch radikaler Frauen. Da jetzt sehr stark durcheinander sind. Mir wäre es also manchmal lieber, also ich hätte keine Familie, würde ganz alleine agieren können, denn man nimmt doch immer wieder Rücksicht. Ne? Da bin ich also insofern gut dabei weggekommen. Mein Mann ist, steht hinter mir und er hat auch selber keine Angst, outet sich auch hin wieder in seinem Gedankengut als, sagen wir mal, Rechter. Und ja, mein Sohn ist auch NPD-Mitglied, also von daher stehen wir noch gut da. Aber trotzdem sind sie beide vorsichtiger, als ich es bin, ja. Ebenfalls auf rechten Abwägen, Doris Zutz Tochter Sandra. Man sollte Überbevölkerung auf jeden Fall stoppen. Ich bin auch für die Natur und die geht auf kurz oder lang kaputt. Multikulturelle Gesellschaft kann nicht gut gehen, auf kurz oder lang. Es gibt überall Kleinkrieg. Wenn man in Häusern, ich kenne Leute, die mit Türken zusammen wohnen in Familienhäusern, es gibt nur Streit, nur Ärger. Sandra arbeitet im Laden ihrer Eltern. Derzeit erwartet sie ihr drittes Kind. Mit 15 Jahren wurde sie zum ersten Mal Mutter. Sie ist überzeugte Abtreibungsgegnerin. Erstens ist Abtreibung Mord. Ich schmeiße kein gesundes Leben in den Mülleimer. Und ich hatte die vollste Unterstützung meiner Familie, wo ich immer darauf zurückgreifen konnte. Und es gab für mich keinerlei Gedankengänge auf Abtreibung oder Mord. Mein Vorbild ist meine Mutter und mein Vater. An denen halte ich mich fest. Mein Gedankengut ist halt jetzt mehr völkisch. Und so habe ich dann auch meine Kinder und so werde ich auch meine Enkelkinder miterziehen. Rechtsextremismus als Generationenkult. Die selbstbewussten Mütter und Großmütter der Szene haben ihre Aufgabe. Nachwuchs zeugen und erziehen für den Kampf gegen das demokratische Deutschland. Mein Sohn will ich lehren, was das Vaterland heißt, was unsere Ahnen dafür gaben, zum höchsten Preis. Wir ließen ihr Leben für
für die gute alte Zeit. Also schließt euch zusammen und macht euch bereit. Ich habe für Deutschland einen Sohn geboren, durch das Leben gekämpft. Weil direkt im Nachbarort saß halt die NF und der Jungsturm von der NF. Und da hatte ich dann die nächsten Kontakte. Und die waren natürlich auch viel, viel besser, die Kontakte, als die zu den Skinheads, weil das war dann ja auch schon eine Partei und das war viel inhaltlicher. Und dann wurde es eben bei mir noch viel mehr verfestigt, die ganze Sache. Vorher fand ich die Musik gut und war gerne mit den Leuten zusammen und danach hat das eben auch irgendwo eine Grundlage bekommen dadurch. Und dann ist der Schuss der Umerziehung eben nach hinten losgegangen. Die nächste Station von Melanie waren Aktionen der harten Nazi-Szene, wie hier 1994 in Weißkirchen. Die inzwischen verbotene Neonazi-Organisation Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei marschiert. Mit auf der Straße Melanie als Nachwuchs der Neonazi-Gruppe Deutsche Nationalisten. Ein Interview vor 7 Jahren. Aber im Rechten ist halt der Zusammenhalt erstmal ziemlich wichtig und vor allen Dingen die Einstellung, die muss da sein. Und ich weiß nicht, ich habe halt nichts übrig für irgendwelche Punker, weil die sind einfach asozial. Anarchos sind Gewaltmacher. Ab 1995 gehörte Melanie dem NPD-Jugendverband an. 1996 zieht sie von zu Hause aus in ihre erste eigene Wohnung. Ihr Geld verdient sie in rechten Szene vertrieben. Seit wer sich in Deutschland frei entwickeln kann, doch langsam hab ich ein Problem. Das fängt an, wenn ich den anderen sehe. Ich arbeite mir den Arsch hier blau für seine 7 Girl und seine fette Frau. Sozialstaat nur. Vorurteile werden auch dann nicht wahr, wenn man aus ihnen Lieder macht. Starkult am rechten Rand, auch Skinheads fühlen sich von ihren Texten angesprochen. Viele Folgen Frauen wie Annette sind europaweit der Beleg für ein neues Geschlechterverständnis, Kameradinnen als Szene-Idole. Die politische Botschaft kommt schleichend. Rote Rosen, das Zeichen der Liebe, werden bei Annette zu Symbolen der Deutschtümelei. Die Wölfe fällt man über uns her und macht uns merklich das Leben schwer. Nur weil man sagt, was man so denkt, siehst du nicht, dass ein anderer dein Leben lenkt. Eine Rose für mein Deutschland leg ich traurig auf die Erde. Ich geb alles für dich, mein Deutschland, wenn ich leb und wenn ich sterbe. Ich gehöre zur NPD, nicht weil man mich bestochen, auch hat mir keiner meinen Willen gebrochen. Denn Deutschland ist doch meine Heimat, mein Land. Und mit einer Träne leg ich die Rose in den Sand. Eine Rose für mein Deutschland. In der Musik ist es so gut, wenn man einen guten Rhythmus hat. Wie der sogenannte Skin Girl Kalender. Eine neue brisante Entwicklung auch für den Verfassungsschutz. Man kann feststellen, dass Rechtsextremismus bisher ein männerdominiertes Phänomen war. Und von daher kann man sicher davon sprechen, dass die Frau in ihrer politischen Rolle, aber auch in ihrer Rolle als Käuferin im Rechtsextremismus neu entdeckt wird. Und dies kann natürlich dann auch wieder Attraktivität oder ein Angebot für andere Frauen sein, um in diese Szene zu kommen. Für Deutsche. Doris Zutt, eine Frau an der Spitze eines Demozuges. Arbeitsplätze zuerst für Deutsche. Wetzlar am 1. Mai letzten Jahres. Die NPD marschiert, in ihren Reihen viele Frauen. Am Straßenrand ein paar Skinheads, die zögerlich zum deutschen Gruß ansetzen. Unter dem Lärm eines Polizeihubschraubers sozialdemagogische Agitation. Dreist besetzen die Rechtsextremen den Tag der Arbeit. Denn wir fordern Arbeit zuerst für Deutsche und nicht wie der DGB Arbeit für Multikulti. Ich glaube, dass diese jungen Frauen eine völlig neue Rolle suchen in unserer modernen Welt. Einerseits sind sie emanzipiert. Gast auf Konzerten der Gothic und Grufti Jugendsubkultur hier 1998 in Leipzig. Der düstere Stil zieht immer mehr Rechtsradikale an. Markantes Erkennungszeichen, die schwarze Sonne, das Symbol des nordischen Rassenmythos. Das steht für mich auch als Zeichen eines neuen Europas, was man vom Untergang
befreit, das Zeichen dafür für ein neues Europa, für eine neue Kulturrevolution. Die naturverbundenen Vorfahren als Ideal, Gleiches zu Gleichen, die radikale Abkehr von einer modernen und bunten Gesellschaft. Also ich glaube, dass Multikultur nicht funktioniert. Es gibt ja genug Beispiele, wo man das sieht, und ich halte da nichts von. Es entstehen soziale Konflikte und ja, auf Dauer kann das halt nicht gut gehen. Dann entsteht halt Kriminalität und sowas. Und nicht nur das, ich finde auch so eine extreme Rassenmischung nicht gut, weil die einzelnen Völker sollten schon erhalten bleiben. Jahrelang engagierte sich Annette gegen Tierversuche, organisierte eine Umweltausstellung. Zu den Rechtsextremisten findet sie über eine Postwurfsendung der NPD. Heute ist sie selbst Drahtzieherin der rechten Szene. Ihre Triebfedern: Angst und Misstrauen. Deutschland heißt für mich keine antiautoritären Erziehungen in Kindergärten. Für mich heißt es: Ich auf die Erde, ich geb alles für dich, mein Deutschland, wenn ich leb und wenn ich sterbe. Ich gehöre zur NPD, nicht weil man mich bestochen, auch hat mir keiner meinen Willen gebrochen. Denn Deutschland ist doch meine Heimat, mein Land. Und mit einer Träne leg ich die Rose in den Sand. Eine Rose für mein Deutschland. In der Musik ist es so gut, wenn man einen guten Rhythmus hat, dann prägt sich Musik schneller ein wie eine Rede. Und wenn ich Musik, kann ich ja individuell verpacken. Das heißt, ich kann aggressiv, ich kann Missstände, ich kann alles reinpacken, was ich irgendwo so habe. Wenn ich es mit einem guten Refrain vermische, ist die Möglichkeit da, dass ich mindestens 30-40%, die im Saal sitzen, den Refrain wenigstens merken. Der Verfassungsschutz Bayern kennt Annettes Musik und hält ihr Potenzial für brisant. Das Gefährliche besteht darin, in der Methode, wie diese Musik rüberkommt. Das heißt, es werden eher Gefühle, es werden Emotionen angesprochen, während von rechtsextremistischer Skinhead-Musik, von diesen aggressiven, lauten, aggressiven Tönen doch sehr viele abgestoßen werden, ist diese Musik eher geeignet, eigentlich Leute eher an die Szene heranzuführen und auch Leute, die sich mit rechtsextremistischer Ideologie weniger beschäftigen, erst einmal einen sanften Einstieg. Kameraden von ihren älteren Brüdern so ein bisschen Musik bekommen und ein bisschen was zu lesen, und das habe ich dann halt auch bekommen, und dann bin ich da mal mitgegangen, und so mit 13 hatte ich dann schon mehr mit den Leuten zu tun. Auch an den Wochenenden habe ich dann was mit denen zusammen unternommen und so. Und so kam das dann halt im Laufe der Jahre, und dann irgendwann ist es halt auch inhaltlicher geworden. Und dann so mit 15, 16 hatte ich dann auch die ersten Hausdurchsuchungen. Und es gab halt vorher schon dann öfter mal Stress mit der Polizei, wenn wir dann irgendwie unterwegs waren mit den ganzen Skins aus Dorsten und aus der Umgebung, dass die dann uns beobachtet haben und uns nachgestellt haben. Das Verhältnis zwischen Melanie und ihren Eltern verschlechtert sich. Hauptgrund ihr politisches Engagement. Heute beschreibt sie die Reaktion der Erwachsenen als hilflos. Ja, die waren ja natürlich gar nicht begeistert. Die hatten ja Angst um mich, weil es wird ja auch immer sehr viel Angst geschürt um die Kinder, wenn die dann in der rechten Szene sind. Und dementsprechend haben die halt auch reagiert. Irgendwann wussten die halt gar nicht mehr weiter. Und dann haben die mich halt in ein Heim gesteckt, damit man eben da mit der Entziehung dieser ganzen politischen Geschichte beikommt. Das waren halt die absolut roten Sozialarbeiter. Das war ein abgeschottetes Dorf. Man setzte da auf antiautoritäre Erziehung. Wir waren mitten im Wald, hatten eine eigene Dorfschule mit einem Lehrer, der Theo hieß. Aber dass es sehr gut ist, wenn man eine größere Organisation zur Verfügung hat, die einem organisatorisch zur Hand gehen kann. Auffallend auch die Präsenz scheinbar normaler junger Frauen, ohne Nazi-Kluft und BDM-Zöpfe. Zuhörerinnen aus der Mitte der Gesellschaft lauschen der fanatisierten, ausländerfeindlichen Agitation. Wenn wir von unserem Volk sprechen, dann reden wir nicht von der Wohnbevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, die Ali und Mustafa mit einschließen, sondern wir reden vom deutschen Volk. Ehringshausen in der hessischen Provinz. Fast 10% der Dorfbevölkerung wählt hier rechtsextrem.
Der sogenannte Patriotentreff ist das Domizil der lokalen NPD. In der Auslage eine Überdosis Patriotismus und eine unverhohlene Glorifizierung von Hitlers Armeen. Kunden kommen aus ganz Deutschland. Chefin des völkischen Reservats ist Doris Zutt. Inzwischen hat sich die Produktpalette geändert. Der starke Zulauf junger Frauen erfordert auch ein Umdenken im Vertrieb. Parfums für Frauen und Männer namens Valkyrie oder Nationalist, der herbe Duft vom Großen Reich. Nach zunehmend Frauen die Artikel vorzugen von Zähneprodukten? Ja, selbstverständlich. Also wir haben jetzt hier so kleine bauchfreie T-Shirts. Ein Dasein als deutsche Mutter. In ihrem Weltbild ist die Frau in erster Linie Mutter starker Männer. Was mich auch sehr stört, ist diese Emanzipation, die hier in Deutschland im Moment total überschlägt. Karriere machen, sich selbst versorgen können, das finde ich schade. Dadurch sieht man auch, wie viele Ehen dadurch kaputt gehen. Und ich sehe, dass Frauen in doch einerseits Mutter und Hausfrau sein sollten, weil sie es einfach besser können und eigentlich in solchen Sachen weniger zu suchen haben. Annettes Engagement ist keine Ausnahme. Der Verfassungsschutz präsentiert eine alarmierende Analyse. Wir haben hier in Niedersachsen mal die Neonazi-Szene analysiert und festgestellt, dass wir einen durchschnittlichen Frauenanteil von fast 20% haben. Wir haben einzelne sogenannte Kameradschaften, in denen der Frauenanteil bei den allwöchentlichen Schulungsveranstaltungen bei rund 30% liegt. München, eine Großveranstaltung der rechtsextremen Szene. Der Verfassungsschutz Bayern ermittelt im letzten Jahr eine 60-prozentige Steigerung des Frauenanteils unter Neonazis und Skinheads. Gerade der martialische Machtanspruch neonazistischer Skinheads wirke auf Frauen anziehend. Eine Entwicklung mit fatalen Folgen für den gesamten Rechtsextremismus. Gerade in den Szenen von Skinheads, denke ich, wird dieser verstärkte Einstieg von... Wurde es eben bei mir noch viel mehr verfestigt, die ganze Sache. Vorher fand ich die Musik gut und war gerne mit den Leuten zusammen. Und danach hat das eben auch irgendwo eine Grundlage bekommen dadurch. Und dann ist der Schuss der Umerziehung eben nach hinten losgegangen. Die nächste Station von Melanie waren Aktionen der harten Nazi-Szene, wie hier 1994 in Weißkirchen. Die inzwischen verbotene Neonazi-Organisation Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei marschiert. Mit auf der Straße Melanie als Nachwuchs der Neonazi-Gruppe Deutsche Nationalisten. Ein Interview vor 7 Jahren. Aber im Rechten ist halt der Zusammenhalt erstmal ziemlich wichtig und vor allen Dingen die Einstellung, die muss da sein. Und ich weiß nicht, ich habe halt nichts übrig für irgendwelche Punker, weil die sind einfach asozial. Anarchos sind Gewaltmacher. Ab 1995 gehörte Melanie dem NPD-Jugendverband an. 1996 zieht sie von zu Hause aus in ihre erste eigene Wohnung. Ihr Geld verdient sie in rechten Szenevertrieben. Seit 2 Jahren hat Melanie eine feste Arbeitsstelle. Den Kontakt zum Elternhaus hat sie abgebrochen. Auch unsere Versuche, die Eltern zu erreichen, sind gescheitert. Schwarze Sonne. Melanies Politplattform ist inzwischen der Platz am Computer. Sie schreibt für das Skinhead-Magazin. Ihr Geld verdient sie in rechten Szenevertrieben. Seit 2 Jahren hat Melanie eine feste Arbeitsstelle. Den Kontakt zum Elternhaus hat sie abgebrochen. Auch unsere Versuche, die Eltern zu erreichen, sind gescheitert. Schwarze Sonne. Melanies Politplattform ist inzwischen der Platz am Computer. Sie schreibt für das Skinhead-Magazin Rock Nord. Auftritte auf Neonazi-Demos sind heute selten. Ich fahre nicht mehr wie früher auf jede Demo, wo mir das Motto dann auch egal ist. Hauptsache, ich zeige mich auf der Straße und die Leute sehen, wir sind da. Ich finde es viel wichtiger, dass die Inhalte stimmen und da fahre ich dann auch hin. Heute ist sie regelmäßiger Gast auf Konzerten der Gothic- und Grufti-Jugendsubkultur, hier 1998 in Leipzig. Der düstere Stil zieht immer mehr Rechtsradikale an. Markantes Erkennungszeichen, die schwarze Sonne, das Symbol des nordischen Rassenmythos. Das steht für mich auch als Zeichen eines neuen Europas, was man vom Untergang befreit. Das Zeichen dafür, für ein neues Europa, für eine neue Kulturrevolution. Die naturverbundenen Vorfahren als Ideal. Gleiches zu Gleichen,
Die radikale Abkehr von einer modernen und bunten Gesellschaft. Also ich glaube, dass Multikultur nicht funktioniert. Es gibt ja genug Beispiele, wo man das sieht, und ich halte da nichts von. Und es entstehen soziale Konflikte, nichts von. Und es entstehen soziale Konflikte, und ja, auf Dauer kann das halt nicht gut gehen. Dann entsteht halt Kriminalität und sowas. Und nicht nur das, ich finde auch so eine extreme Rassenmischung nicht gut, weil die einzelnen Völker sollten schon erhalten bleiben. Jahrelang engagierte sich Annette gegen Tierversuche, organisierte eine Umweltausstellung. Zu den Rechtsextremisten findet sie über eine Postwurfsendung der NPD. Heute ist sie selbst Drahtzieherin der rechten Szene. Ihre Triebfedern: Angst und Misstrauen. Deutschland heißt für mich keine antiautoritären Erziehungen in Kindergärten. Für mich heißt es: Ich auf die Erde, ich geb alles für dich, mein Deutschland, wenn ich leb und wenn ich sterbe. Ich gehöre zur NPD, nicht weil man mich bestochen, auch hat mir keiner meinen Willen gebrochen. Denn Deutschland ist doch meine Heimat, mein Land, und mit einer Träne leg ich die Rose in den Sand. Eine Rose für mein Deutschland. In der Musik ist es so gut, wenn man einen guten Rhythmus hat, dann prägt sich Musik schneller ein wie eine Rede. Und wenn ich Musik, kann ich ja individuell verpacken. Das heißt, ich kann aggressiv, ich kann Missstände, ich kann alles reinpacken, was ich irgendwo so habe. Wenn ich es mit einem guten Refrain vermische, ist die Möglichkeit da, dass ich mindestens 30-40%, die im Saal sitzen, den Refrain wenigstens merken. Der Verfassungsschutz Bayern kennt Annettes Musik und hält ihr Potenzial für brisant. Das Gefährliche besteht darin, in der Methode, wie diese Musik rüberkommt. Das heißt, es werden eher Gefühle, es werden Emotionen angesprochen, während von rechtsextremistischer Skinhead-Musik, von diesen aggressiven, lauten, aggressiven Tönen doch sehr viele abgestoßen werden, ist diese Musik eher geeignet, eigentlich Leute eher an die Szene heranzuführen und auch Leute, die sich mit rechtsextremistischer Ideologie weniger beschäftigen, erst einmal einen sanften Einstieg. Kameraden von ihren älteren Brüdern so ein bisschen Musik bekommen und ein bisschen was zu lesen, und das habe ich dann halt auch bekommen, und dann bin ich da mal mitgegangen, und so mit 13 hatte ich dann schon mehr mit den Leuten zu tun. Auch an den Wochenenden habe ich dann was mit denen zusammen unternommen und so. Und so kam das dann halt im Laufe der Jahre, und dann irgendwann ist es halt auch inhaltlicher geworden. Und dann so mit 15, 16 hatte ich dann auch die ersten Hausdurchsuchungen. Und es gab halt vorher schon dann öfter mal Stress mit der Polizei, wenn wir dann irgendwie unterwegs waren mit den ganzen Skins aus Dorsten und aus der Umgebung, dass die dann uns beobachtet haben und uns nachgestellt haben. Nicht Musik kann ich ja individuell verpacken. Das heißt, ich kann aggressiv, ich kann Missstände, ich kann alles reinpacken, was ich irgendwo so habe. Wenn ich es mit einem guten Refrain vermische, ist die Möglichkeit da, dass ich mindestens 30-40%, die im Saal sitzen, den Refrain wenigstens merken. Der Verfassungsschutz Bayern kennt Annettes Musik und hält ihr Potenzial für brisant. Das Gefährliche besteht darin, in der Methode, wie diese Musik rüberkommt. Das heißt, es werden eher Gefühle, es werden Emotionen angesprochen, während von rechtsextremistischer Skinhead-Musik, von diesen aggressiven, lauten, aggressiven Tönen doch sehr viele abgestoßen werden, ist diese Musik eher geeignet, eigentlich Leute eher an die Szene heranzuführen und auch Leute, die sich mit rechtsextremistischer Ideologie weniger beschäftigen, erst einmal einen sanften Einstieg zu ermöglichen. Musik als ideologisches Kalkül. Die rechtsextremen Botschaften an Netz kommen durch den Bauch. Sie selbst gibt sich modern. Also, dass die Frau an Herd gehört, ist bestimmt nicht meine. Obwohl sie die meisten Frauen besser kochen als ihre Männer. Das ist ganz gut, dass er da steht. Nein, aber Frauenrolle, ich glaube mal nicht, dass es da, dass ich sage, okay, das ist das Männerklischee, das ist das Frauenklischee. Das fängt in der Familie an. Wenn ich arbeiten gehe und verdiene mehr als mein Mann und würde halt das Kind bekommen, und dann bleibt natürlich der Mann zu Hause, weil es einfach eine Existenzfrage ja auch ist. Eine rechtsradikale Überzeugungstäterin des Wortes. Sie hat mit den alten Geschlechterklischees der Szene gebrochen. Das macht sie gefährlich. Der Verfassungsschutz Niedersachsen.
Hier beobachtet man seit Monaten das weibliche Erwachen am rechten Rand. Die Ergebnisse alarmieren. Bislang sind ja Frauen in der Neonazi-Szene kaum beachtet worden, weil sie nicht präsent waren. Frauen haben in der rechtsextremistischen Szene nach alter NS-Ideologie Heim, Herd und Kinder zu behüten gehabt. Den Kampf auf der Straße führte der Mann. Inzwischen stellen wir fest, dass sich Frauen zunehmend in der Szene emanzipieren. Über Jahre folgten die Rechtsextremistinnen den dominanten Szeneführern, treu und gehorsam. Inzwischen hat die Emanzipation auch die extreme Rechte erreicht, wenn auch mit Jahrzehnten Verspätung. Die Kameradinnen gehen zunehmend auf die Straße, werden Teil des aktiven politischen Kampfes. Melanie aus Dorsten, Hobby Zierfische. Sie ist ein Prototyp der neuen Rechten, jung, weiblich, radikal. Sie steht für den Wandel der aktionistischen Neonazi-Demonstrantin zur Szeneautorin. Wir besuchen sie in ihrem Apartment. Weil direkt im Nachbarort saß halt die NF und der Jungsturm von der NF. Und da hatte ich dann die nächsten Kontakte. Und die waren natürlich auch viel, viel besser, die Kontakte, als die zu den Skinheads, weil das war dann ja auch schon eine Partei und das war viel inhaltlicher. Und dann wurde es eben bei mir noch viel mehr verfestigt, die ganze Sache. Vorher fand ich die Musik gut und war gerne mit den Leuten zusammen und danach hat das eben auch irgendwo eine Grundlage bekommen dadurch. Und dann ist der Schuss der Umerziehung eben nach hinten losgegangen. Die nächste Station von Melanie waren Aktionen der harten Nazi-Szene, wie hier 1994 in Weißkirchen. Die inzwischen verbotene Neonazi-Organisation Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei marschiert. Mit auf der Straße Melanie als Nachwuchs der Neonazi-Gruppe Deutsche Nationalisten. Ein Interview vor 7 Jahren. Aber in Rechten ist halt der Zusammenhalt erstmal ziemlich wichtig und vor allen Dingen die Einstellung, die muss da sein. Und ich weiß nicht, ich habe halt nichts übrig für irgendwelche Punker, weil die sind einfach asozial. Anarchos sind Gewaltmacher. Ab 1995 gehörte Melanie dem NPD-Jugendverband an. 1996 zieht sie von zu Hause aus in ihre erste eigene Wohnung. Ihr Geld verdient sie in rechten Szene vertrieben. Seit wer sich in Deutschland frei entwickeln kann, doch langsam hab ich ein Problem. Das fängt an, wenn ich den anderen seh. Ich arbeite mir den Arsch hier blau für seine 7 Girl und seine fette Frau. Sozialstaat nur. Vorurteile werden auch dann nicht wahr, wenn man aus ihnen Lieder macht. Starkult am rechten Rand, auch Skinheads fühlen sich von ihren Texten angesprochen. Frauen wie Annette sind europaweit der Beleg für ein neues Geschlechterverständnis, Kameradinnen als Szene-Idole. Die politische Botschaft kommt schleichend. Rote Rosen, das Zeichen der Liebe, werden bei Annette zu Symbolen der Deutschtümelei. Die Böse fällt man über uns her und macht uns merklich das Leben schwer. Nur weil man sagt, was man so denkt, siehst du nicht, dass ein anderer dein Leben lenkt. Eine Rose für mein Deutschland, leg ich traurig auf die Erde. Ich geb alles für dich, mein Deutschland, wenn ich leb und wenn ich sterbe. Gehört zur NPD, nicht weil man mich bestochen, auch hat mir keiner meinen Willen gebrochen. Denn Deutschland ist doch meine Heimat, mein Land. Und mit einer Träne leg ich die Rose in den Sand. Eine Rose für mein Deutschland. In der Musik ist es so gut, wenn man einen guten Rhythmus hat. Und überleben. Genau. Oh ja, kämpft und ihr stärkt vielleicht. Ich sehe nicht, dass wir uns hier einmal verstehen können. Ich sehe es so, dass es vielleicht sogar zum Bürgerkrieg hier kommen wird. Ihre Antwort, ein Sohn fürs Neue Reich. Das ist ihre Berufung, ein Dasein als deutsche Mutter. In ihrem Weltbild ist die Frau in erster Linie Mutter starker Männer. Was mich auch sehr stört, ist diese Emanzipation, die hier in Deutschland im Moment total überschlägt. Karriere machen, sich selbst versorgen können, das finde ich schade. Dadurch sieht man auch, wie viele Ehen dadurch kaputt gehen. Und ich sehe, dass Frauen in doch einerseits
Mutter und Hausfrau sein sollten, weil sie es einfach besser können und eigentlich in solchen Sachen weniger zu suchen haben. Annettes Engagement ist keine Ausnahme. Der Verfassungsschutz präsentiert eine alarmierende Analyse. Wir haben hier in Niedersachsen mal die Neonazi-Szene analysiert und festgestellt, dass wir einen durchschnittlichen Frauenanteil von fast 20% haben. Wir haben einzelne sogenannte Kameradschaften, in denen der Frauenanteil bei den allwöchentlichen Schulungsveranstaltungen bei rund 30% liegt. München, eine Großveranstaltung der rechtsextremen Szene. Der Verfassungsschutz Bayern ermittelt im letzten Jahr eine 60-prozentige Steigerung des Frauenanteils unter Neonazis und Skinheads. Gerade der martialische Machtanspruch neonazistischer Skinheads wirke auf Frauen anziehend. Eine Entwicklung mit fatalen Folgen für den gesamten Rechtsextremismus. Gerade in den Szenen von Skinheads, denke ich, wird dieser verstärkte Einstieg von Frauen eine deutliche Veränderung zur Folge haben und die Szenen werden sich verfestigen. Während man in Gruppierungen ohne Frauen feststellen konnte, dass hier eine deutliche Fluktuation vorhanden war, wird das Vorhandensein von Frauen mit Sicherheit zur Verfestigung der Skinhead-Szenen beitragen. Szenenwechsel, Bayern, November 1998. Die selbsternannten Republikaner treffen sich zum Bundesparteitag. Die prominenteste Frau der Partei ist Uschi Winkelsett. Sie ist die einflussreichste Frau im deutschen Rechtsextremismus und Nummer zwei ihrer Partei. Inzwischen sollen knapp 20% der Republikaner weiblich sein, Tendenz steigend. Uschi Winkelsett wird auf dem Parteitag in ihrem Amt bestätigt, hier nach der Abstimmung mit Blumenstrauß in Siegerpose. März 2001, Bissingen bei Ludwigsburg, Uschi Winkelsett im Wahlkampfeinsatz. Die Rechten, jung, weiblich, radikal. Sie steht für den Wandel der aktionistischen Neonazi-Demonstrantin zur Szeneautorin. Wir besuchen sie in ihrem Apartment. Hallo. Die Wohnung der 22-Jährigen modern eingerichtet. Stationen ihrer politischen Laufbahn waren zahlreiche, darunter inzwischen verbotene rechtsextremistische Kadergruppen. Heute ist Melanie Mitarbeiterin der rechtsextremen Zeitschrift Wille und Weg, Stationen einer rechten Karriere. Ein paar Freunde von mir, die hatten halt ältere Brüder und die hatten mit Skins zu tun und mit Leuten, die mit Skins rumhingen. Und dadurch haben dann also ein paar Klassenkameraden von ihren älteren Brüdern so ein bisschen Musik bekommen und ein bisschen was zu lesen. Und das habe ich dann halt auch bekommen. Und dann bin ich da mal mitgegangen. Und so mit 13 hatte ich dann schon mehr mit den Leuten zu tun. Auch an den Wochenenden habe ich dann was mit denen zusammen unternommen und so. Und so kam das dann halt im Laufe der Jahre. Und dann irgendwann ist es halt auch inhaltlicher geworden. Und dann so mit 15, 16 hatte ich dann auch die ersten Hausdurchsuchungen. Und es gab halt vorher schon dann öfter mal Stress mit der Polizei, wenn wir dann irgendwie unterwegs waren mit den ganzen Skins aus Dorsten und aus der Umgebung, dass die dann uns beobachtet haben und uns nachgestellt haben. Das Verhältnis zwischen Melanie und ihren Eltern verschlechtert sich. Hauptgrund ihr politisches Engagement. Heute beschreibt sie die Reaktion der Erwachsenen als hilflos. Ja, die waren ja natürlich gar nicht begeistert. Die hatten ja Angst um mich, weil es wird ja auch immer sehr viel Angst geschürt um die Kinder, wenn die dann in der rechten Szene sind. Und dementsprechend haben die halt auch reagiert. Irgendwann wussten die halt gar nicht mehr weiter. Und dann haben die mich halt in ein Heim gesteckt, damit man eben da mit der Entziehung dieser ganzen politischen Geschichte beikommt. Das waren halt die absolut roten Sozialarbeiter. Das war ein abgeschottetes Dorf. Man setzte da auf anti-autoritäre Erziehung. Wir waren mitten im Wald, hatten eine eigene Dorfschule mit einem Lehrer, der Theo hieß. Aber das hat natürlich auch nicht geklappt, weil direkt im Nachbarort saß halt die NF und der Jungsturm von der NF. Und da hatte ich dann die nächsten Kontakte. Und die waren natürlich auch viel, viel besser, die Kontakte, als die zu den Skinheads, weil das war dann ja auch schon eine Partei und das war viel inhaltlicher. Und dann wurde es eben
bei mir noch viel mehr verfestigt, die ganze Sache. Vorher fand ich die Musik gut und war gerne mit den Leuten zusammen und danach hat das eben auch irgendwo eine Grundlage bekommen dadurch. Und dann ist der Schuss der Umerziehung eben nach hinten losgegangen. Die nächste Station von Melanie waren Aktionen der harten Nazis. Es wird ja auch immer sehr viel Angst geschürt um die Kinder, wenn die dann in der rechten Szene sind. Und dementsprechend haben die halt auch reagiert. Irgendwann wussten die halt gar nicht mehr weiter. Und dann haben die mich halt in ein Heim gesteckt, damit man eben da mit der Entziehung dieser ganzen politischen Geschichte beikommt. Das waren halt die absolut roten Sozialarbeiter. Das war ein abgeschottetes Dorf. Man setzte da auf anti-autoritäre Erziehung. Wir waren mitten im Wald, hatten eine eigene Dorfschule mit einem Lehrer, der Theo hieß. Aber das hat natürlich auch nicht geklappt, weil direkt im Nachbarort saß halt die NF und der Jungsturm von der NF. Und da hatte ich dann die nächsten Kontakte. Und die waren natürlich auch viel, viel besser, die Kontakte, als die zu den Skinheads, weil das war dann ja auch schon eine Partei und das war viel inhaltlicher. Und dann wurde es eben bei mir noch viel mehr verfestigt, die ganze Sache. Vorher fand ich die Musik gut und war gerne mit den Leuten zusammen und danach hat das eben auch irgendwo eine Grundlage bekommen dadurch. Und dann ist der Schuss der Umerziehung eben nach hinten losgegangen. Die nächste Station von Melanie waren Aktionen der harten Nazi-Szene, wie hier 1994 in Weißkirchen. Die inzwischen verbotene Neonazi-Organisation Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei marschiert. Mit auf der Straße Melanie als Nachwuchs der Neonazi-Gruppe Deutsche Nationalisten. Ein Interview vor 7 Jahren. Aber in Rechten ist halt der Zusammenhalt erstmal ziemlich wichtig und vor allen Dingen die Einstellung, die muss da sein. Und ich weiß nicht, ich habe halt nichts übrig für irgendwelche Punker, weil die sind einfach asozial. Anarchos sind Gewaltmacher. Ab 1995 gehörte Melanie dem NPD-Jugendverband an. 1996 zieht sie von zu Hause aus in ihre erste eigene Wohnung. Ihr Geld verdient sie in rechten Szene vertrieben. Seit 2 Jahren hat Melanie eine feste Arbeitsstelle. Den Kontakt zum Elternhaus hat sie abgebrochen. Auch unsere Versuche, die Eltern zu erreichen, sind gescheitert. Schwarze Sonne. Melanies Politplattform ist inzwischen der Platz am Computer. Sie schreibt für das Skinhead-Magazin Rock Nord. Auftritte auf Neonazi-Demos sind heute selten. Ich fahre nicht mehr wie früher auf jede Demo, wo mir das Motto dann auch egal ist. Hauptsache, ich zeige mich auf der Straße und die Leute sehen, wir sind da. Ich finde es viel wichtiger, dass die Inhalte stimmen und da fahre ich dann auch hin. Heute ist sie regelmäßiger Gast auf Konzerten der Gothic- und Grufti-Jugendsubkultur, hier 1998 in Leipzig. Der düstere Stil zieht immer mehr Rechtsradikale an. Markantes Erkennungszeichen, die schwarze Sonne, das Symbol des Nord. Der Bundesrepublik Deutschland, die Ali und Mustafa mit einschließen, sondern wir reden vom deutschen Volk. Ehringshausen in der hessischen Provinz. Fast 10% der Dorfbevölkerung wählt hier rechtsextrem. Der sogenannte Patriotentreff ist das Domizil der lokalen NPD. In der Auslage eine Überdosis Patriotismus und eine unverhohlene Glorifizierung von Hitlers Armeen. Kunden kommen aus ganz Deutschland. Chefin des völkischen Reservats ist Doris Zutt. Inzwischen hat sich die Produktpalette geändert. Der starke Zulauf junger Frauen erfordert auch ein Umdenken im Vertrieb. Parfums für Frauen und Männer namens Valkyrie oder Nationalist, der herbe Duft vom Großen Reich. Nach zunehmend Frauen die Artikel vorzug von Zähneprodukten? Ja, selbstverständlich. Also wir haben jetzt hier so kleine bauchfreie T-Shirts, die werden sehr gut angenommen bei den Mädels. Dann haben wir hier so eins, wo dann draufsteht, mein Freund ist Deutscher. Fremdenfeindlichkeit als Mode. So wird mit den Produkten aus Zutts Laden das gesellschaftliche Klima angeheizt. Doris Zutt sieht sich als Verfechterin einer Blut- und Bodenreligion. Sie ist radikale Neuheidin. Das Christentum, wenn es richtig gelebt wird, dann ist es so, dass das Christentum dafür eintritt, für einen Vielvölkerstaat. Also dann sind ja alle Menschen die sogenannten Brüder und die können alle hier leben. Und eine multikulturelle Gesellschaft lehne ich also ab.
Lebenskampf statt Kirche. Im Laden Zielgruppenangebote für junge Rechtsextremistinnen, wie der sogenannte Skin-Girl-Kalender. Eine neue brisante Entwicklung auch für den Verfassungsschutz. Man kann feststellen, dass Rechtsextremismus bisher ein männerdominiertes Phänomen war. Und von daher kann man sicher davon sprechen, dass die Frau in ihrer politischen Rolle, aber auch in ihrer Rolle als Käuferin im Rechtsextremismus neu entdeckt wird. Und dies kann natürlich dann auch wieder Attraktivität oder ein Angebot für andere Frauen sein, um in diese Szene zu kommen. Doris Zutt, eine Frau an der Spitze eines Demozuges. Arbeitsplätze, zuerst für Deutsche. Wetzlar am 1. Mai letzten Jahres. Die NPD marschiert, in ihren Reihen viele Frauen. Am Straßenrand ein paar Skinheads, die zögerlich zum deutschen Gruß ansetzen. Unter dem Lärm eines Polizeihubschraubers sozialdemagogische Agitation. Dreist besetzen die Rechtsextremen den Tag der Arbeit. Denn wir fordern Arbeit zuerst für Deutsche und nicht wie der DGB, Arbeit für Multikulti. Die Kameradinnen gehen zunehmend auf die Straße, werden Teil des aktiven politischen Kampfes. Melanie aus Thorsten, Hobby Zierfische. Sie ist ein Prototyp der neuen Rechten, jung, weiblich, radikal. Sie steht für den Wandel der aktionistischen Neonazi-Demonstrantin zur Szene-Autorin. Wir besuchen sie in ihrem Apartment. Hallo. Die Wohnung der 22-Jährigen modern eingerichtet. Stationen ihrer politischen Laufbahn waren zahlreiche, darunter inzwischen verbotene rechtsextremistische Kadergruppen. Heute ist Melanie Mitarbeiterin der rechtsextremen Zeitschrift Wille und Weg. Stationen einer rechten Karriere. Ein paar Freunde von mir, die hatten halt ältere Brüder und die hatten mit Skins zu tun und mit Leuten, die mit Skins rumhingen. Und dadurch haben dann also ein paar Klassenkameraden von ihren älteren Brüdern so ein bisschen Musik bekommen und ein bisschen was zu lesen. Und das habe ich dann halt auch bekommen. Und dann bin ich da mal mitgegangen. Und so mit 13 hatte ich dann schon mehr mit den Leuten zu tun. Auch an den Wochenenden habe ich dann was mit denen zusammen unternommen und so. Und so kam das dann halt im Laufe der Jahre. Und dann irgendwann ist es halt auch inhaltlicher geworden. Und dann so mit 15, 16 hatte ich dann auch die ersten Hausdurchsuchungen. Und es gab halt vorher schon dann öfter mal Stress mit der Polizei, wenn wir dann irgendwie unterwegs waren mit den ganzen Skins aus Thorsten und aus der Umgebung, dass die dann uns beobachtet haben und uns nachgestellt haben. Das Verhältnis zwischen Melanie und ihren Eltern verschlechtert sich, Hauptgrund ihr politisches Engagement. Heute beschreibt sie die Reaktion der Erwachsenen als hilflos. Ja, die waren ja natürlich gar nicht begeistert. Die hatten ja Angst um mich, weil es wird ja auch immer sehr viel Angst geschürt um die Kinder, wenn die dann in der rechten Szene sind. Und dementsprechend haben die halt auch reagiert. Irgendwann wussten die halt gar nicht mehr weiter. Und dann haben die mich halt in ein Heim gesteckt, damit man eben da mit der Entziehung dieser ganzen politischen Geschichte beikommt. Das waren halt die absolut roten Sozialarbeiter. Das war ein abgeschottetes Dorf. Man setzte da auf anti-autoritäre Erziehung. Wir waren mitten im Wald, hatten eine eigene Dorfschule mit einem Lehrer, der Theo hieß. Aber das hat natürlich auch nicht geklappt, weil direkt im Nachbarort saß halt die NF und der Jungsturm von der NF. Und da hatte ich dann die nächsten Kontakte. Und die waren natürlich auch viel, viel besser, die Kontakte, als die zu den Skinheads, weil das war dann ja auch schon eine Partei und das war viel inhaltlicher. Und dann war weggekommen, mein Mann steht hinter mir und er hat auch selber keine Angst, outet sich auch wieder in seinem Gedankengut als, sagen wir mal, Rechter. Und ja, mein Sohn ist auch NPD-Mitglied, also von daher stehen wir noch gut da. Aber trotzdem sind sie beide vorsichtiger, als ich es bin, ja. Ebenfalls auf rechten Abwegen, Doris Zutz Tochter Sandra. Man sollte Überbevölkerung auf jeden Fall stoppen. Ich bin auch für die Natur und die geht auf kurz oder lang kaputt. Multikulturelle Gesellschaft kann nicht gut gehen, auf kurz oder lang. Es gibt überall Kleinkrieg,
Wenn man in Häusern, ich kenne Leute, die mit Türken zusammen wohnen in Familienhäusern, es gibt nur Streit, nur Ärger. Sandra arbeitet im Laden ihrer Eltern. Derzeit erwartet sie ihr drittes Kind. Mit 15 Jahren wurde sie zum ersten Mal Mutter. Sie ist überzeugte Abtreibungsgegnerin. Erstens ist Abtreibung Mord. Ich schmeiße kein gesundes Leben in den Mülleimer. Und ich hatte die vollste Unterstützung meiner Familie, wo ich immer darauf zurückgreifen konnte. Und es gab für mich keinerlei Gedankengänge auf Abtreibung oder Mord. Mein Vorbild ist meine Mutter und mein Vater. An denen halte ich mich fest. Mein Gedankengut ist halt jetzt mehr völkisch. Und so habe ich dann auch meine Kinder und so werde ich auch meine Enkelkinder miterziehen. Rechtsextremismus als Generationenkult. Die selbstbewussten Mütter und Großmütter der Szene haben ihre Aufgabe. Nachwuchs zeugen und erziehen für den Kampf gegen das demokratische Deutschland. Mein Sohn will ich lehren, was das Vaterland heißt, was unsere Ahnen dafür gaben, zum höchsten Preis. Wir ließen ihr Leben für die gute alte Zeit. Also schließt euch zusammen und macht euch bereit. Ich habe für Deutschland einen Sohn geboren. Weil direkt im Nachbarort saß halt die NF und der Jungsturm von der NF. Und da hatte ich dann die nächsten Kontakte. Und die waren natürlich auch viel, viel besser, die Kontakte, als die zu den Skinheads, weil das war dann ja auch schon eine Partei und das war viel inhaltlicher. Und dann wurde es eben bei mir noch viel mehr verfestigt, die ganze Sache. Vorher fand ich die Musik gut und war gerne mit den Leuten zusammen und danach hat das eben auch irgendwo eine Grundlage bekommen dadurch. Und dann ist der Schuss der Umerziehung eben nach hinten losgegangen. Die nächste Station von Melanie waren Aktionen der harten Nazi-Szene, wie hier 1994 in Weißkirchen. Die inzwischen verbotene Neonazi-Organisation Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei marschiert. Mit auf der Straße Melanie als Nachwuchs der Neonazi-Gruppe Deutsche Nationalisten. Ein Interview vor 7 Jahren. Aber im Rechten ist halt der Zusammenhalt. Erstmal. In Botschaften an Netz kommen durch den Bauch. Sie selbst gibt sich modern. Also, dass die Frau an Herd gehört, ist bestimmt nicht meine. Obwohl sie die meisten Frauen besser kochen als ihre Männer. Das ist ganz gut, dass er da steht. Nein, aber Frauenrolle, ich glaube mal nicht, dass es da, dass ich sage, okay, das ist das Männerklischee, das ist das Frauenklischee. Das fängt in der Familie an. Wenn ich arbeiten gehe und verdiene mehr als mein Mann und würde halt das Kind bekommen, und dann bleibt natürlich der Mann zu Hause, weil es einfach eine Existenzfrage ja auch ist. Eine rechtsradikale Überzeugungstäterin des Wortes. Sie hat mit den alten Geschlechterklischees der Szene gebrochen. Das macht sie gefährlich. Der Verfassungsschutz Niedersachsen. Hier beobachtet man seit Monaten das weibliche Erwachen am rechten Rand. Die Ergebnisse alarmieren. Bislang sind ja Frauen in der Neonazi-Szene kaum beachtet worden, weil sie nicht präsent waren. Frauen haben in der rechtsextremistischen Szene nach alter NS-Ideologie Heim, Herd und Kinder zu behüten gehabt. Den Kampf auf der Straße führte der Mann. Inzwischen stellen wir fest, dass sich Frauen zunehmend in der Szene emanzipieren. Über Jahre folgten die Rechtsextremistinnen den dominanten Szeneführern, treu und gehorsam. Inzwischen hat die Emanzipation auch die extreme Rechte erreicht, wenn auch mit Jahrzehnten Verspätung. Die Kameradinnen gehen zunehmend auf die Straße, werden Teil des aktiven politischen Kampfes. Melanie aus Dorsten, Hobby Zierfische. Sie ist ein Prototyp der neuen Rechten, jung, weiblich, radikal. Sie steht für den Wandel der aktionistischen Neonazi-Demonstrantin zur Szeneautorin. Wir besuchen sie in ihrem Apartment. Hallo. Die Wohnung der 22-Jährigen modern eingerichtet. Stationen ihrer politischen Laufbahn waren zahlreiche, darunter inzwischen verbotene rechtsextremistische Kadergruppen. Heute ist Melanie Mitarbeiterin der rechtsextremen Zeitschrift Wille und Weg. Stationen einer rechten Karriere. Ein paar Freunde von mir, die hatten halt ältere Brüder und die hatten mit Skins zu tun und mit
ja, mit Leuten, die mit Skins rumhingen. Und dadurch haben dann also ein paar Klassenkameraden von ihren älteren Brüdern so ein bisschen Musik bekommen und ein bisschen was zu lesen. Und das habe ich dann halt auch bekommen. Und dann bin ich da mal mitgegangen. Und so mit 13 hatte ich dann schon mehr mit den Leuten zu tun. Auch an den Wochenenden habe ich dann was mit denen zusammen unternommen und so. Und so kam das dann halt im Laufe der Jahre. Und dann irgendwann ist es halt auch inhaltlicher geworden. Und dann so mit 15, 16 hatte ich dann auch die ersten Hausdurchsuchungen. Ist sie regelmäßiger Gast auf Konzerten der Gothic- und Grufti-Jugendsubkultur, hier 1998 in Leipzig. Der düstere Stil zieht immer mehr Rechtsradikale an. Markantes Erkennungszeichen, die schwarze Sonne, das Symbol des nordischen Rassenmythos. Das steht für mich auch als Zeichen eines neuen Europas, was man vom Untergang befreit. Das Zeichen dafür, für ein neues Europa, für eine neue Kulturrevolution. Die naturverbundenen Vorfahren als Ideal, Gleiches zu Gleichen, die radikale Abkehr von einer modernen und bunten Gesellschaft. Also ich glaube, dass Multikultur nicht funktioniert. Es gibt ja genug Beispiele, wo man das sieht, und ich halte da nichts von. Es entstehen soziale Konflikte und ja, auf Dauer kann das halt nicht gut gehen. Dann entsteht halt Kriminalität und sowas. Und nicht nur das, ich finde auch so eine extreme Rassenmischung nicht gut, weil die einzelnen Völker sollten schon erhalten bleiben. Jahrelang engagierte sich Annette gegen Tierversuche, organisierte eine Umweltausstellung. Zu den Rechtsextremisten findet sie über eine Postwurfsendung der NPD. Heute ist sie selbst Drahtzieherin der rechten Szene. Ihre Triebfedern, Angst und Misstrauen. Deutschland heißt für mich keine antiautoritären Erziehungen in Kindergärten. Für mich heißt es, ja, deutsch sein. Typisch. Kein Döner essen, kein Coca-Cola, kein McDonald's, nicht so amerikanisiert. Also ich meine, ich finde es schön, andere Kulturen auch kennenzulernen. Ich würde auch, fahre gerne ins Ausland, um andere Kulturen kennenzulernen. Und ich denke, wenn man eine eigene Kultur hat, dann sollte man sie je nachdem vertreten können. Den Alltag deutscher Großstädte empfindet Annette als Gräuel. Für sie sind es Orte der Dekadenz und Symbole des Untergangs einer heilen deutschen Welt. Ich denke nur, dass eine Rasse und ein Volk unter sich bleiben möchte. So. Und ich stehe nicht auf diese Vermischung, dieses Multikulturelle, das finde ich nicht in Ordnung. Ich könnte jetzt auch ganz einfach sagen, wenn ich im Schweinestall geboren werde, dann bin ich kein Schwein. Also ich sehe es nicht so, dass man einen Schwarzen, wenn er vor mir steht, dass ich ihn als Deutschen bezeichnen könnte, weil von der germanischen und kulturellen Geschichte, das geht einfach nicht. Schnappschüsse einer ideologischen Überzeugungstäterin. Gerne besucht Annette Sonnenwendfeiern. Für sie sind es völkische Oasen in einem feindlichen Deutschland. In ihrer Wohnung eigenwillige Frauenklischees. Vorbilder holt sich Annette aus der Vergangenheit. Ihr Lieblingsfilm